Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Shopping-Video. Also, ich habe unter anderem mein neues Kleid für 2019 für Silvester schon gekauft. Nein, Spaß. Aber es ist so, ich liebe ja Sale-Shopping und so nach Weihnachten und Silvester gibt es ja immer mega viele Angebote. Und halt, es ist ja immer so, dass die alte Saison dann reduziert ist. Und wie ihr vielleicht seht, nein, sieht man das? Dort sind auf jeden Fall schon zwei Pakete. Einmal hier. Von H&M. Also insgesamt der Inhalt da drin hat mich 350 Euro gekostet, aber ich werde natürlich nicht erst behalten. Also das ist mir dann auch ein bisschen zu viel. Und dann noch hier von Only ein riesiges Paket. Das war nicht so teuer. Das war, glaube ich, 100 irgendwas. Aber da wünsche ich euch mal ganz, 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 ganz viel Spaß hier bei dem Video. So, dann würde ich sagen, fange ich mal hier mit dem H&M. An. Ich sage euch echt, das ist so viel Zeug. Boah, cool. Boah, schaut euch das mal an. Das ist einfach nur geil. Also ich habe wirklich auch mega, mega, mega viel bestellt. Weil es ist ja immer so, man probiert die Sachen an und dann gefallen die einem nicht so gut und dann kann man die wieder zurückschicken. Also. Das ist auf jeden Fall schon mal das erste Teil. So geil, so eine Camouflage-Jacke. Boah, die wollte ich unbedingt haben. Schauen wir mal, wie die ausschaut. Aha. Boah, sehr geil. Ah ja. Ich habe diesmal sogar die Preise direkt parat. Das ist nämlich mega gut. Also die ist auf jeden Fall mega groß, die Jacke. Ich habe die in 38 bestellt. Und hier hinten steht so was Cooles drauf. Das ist eigentlich auch ganz nice. Also muss ich mir mal überlegen. Die Jacke kostet auf jeden Fall 19,99 €. Also hat sie zumindest jetzt bei mir gekostet. Ja. So. Ah ja. Dann habe ich hier noch einen Blazer. Aber ich habe ja sowieso einen Grau. Aber ich wollte den trotzdem mal anprobieren. Der hat auch 19,99 € gekostet. Das ist auch voll der dicke Stoff irgendwie gerade. Also mein anderer Blazer, der ist total dünn. Das ist eher für so nach für draußen. Schauen wir mal. Also an sich finde ich die Jacke mega cool. Also die ist so mit einem dickeren Stoff, aber die ist mir irgendwie zu groß. Also die ist Größe 38, aber ich habe irgendwie das Gefühl... Ich weiß nicht, ich glaube, die müsste ein bisschen enger liegen. nein, die ist sogar Größe S. Ich weiß nicht, gehört die dann so? Mal gucken. Also ich finde die ja schon schön. Jetzt, wo ich weiß, dass die Größe S ist. Ja. Also überlege ich mir noch, aber ich finde die eigentlich auf jeden Fall cool. Mega schön. Jetzt habe ich mir so ein schönes rotes Oberteil. Boah, das ist schon mal auf jeden Fall ein geiler Stoff. Hammer, mega. Ich weiß gerade. Ah, es ist ein Sportteil. Geil. Ein rotes Sport-T-Shirt. Okay. Also schaut mal hier. Von hinten sieht es so aus. Und von vorne so. Also das T-Shirt ist echt mega Hammer. Aber das ist viel zu geil für ein Sport-T-Shirt. Oh mein Gott. Also das ist richtig schön. Auch hinten, der Rücken. Mega. Also das T-Shirt werde ich auf jeden Fall behalten. Haha. So. Das ist das nächste. Also so ein Crop-Top. Ganz normal, klassisch, mit Blümchen. Das gefällt mir echt auch mega gut. Das finde ich so geil, solche. Vor allem, ich habe auch jetzt einen roten BH drunter. Das sieht man eigentlich gar nicht so stark, finde ich jetzt. Also. Oh, und richtig geil, so für zwischendrin. Für nächstes Jahr Rudolf-Schuhe. Also so Hausschuhe. Oh mein Gott, so geil. Also ich glaube, die behalte ich auch. Also ich liebe solche flauschigen Schuhe. Ah, die sind so schön. Da. So, und jetzt, da kommt ein richtig typisches Andrea-T-Shirt. Also, wenn das nicht cool aussieht, dann... Ta-da-da-da.
mit Amerika-Fahne. Also, das T-Shirt ist jetzt Größe S und ja, also ich denke, ich werde es behalten, weil eben Amerika draufsteht. So, dann schauen wir mal, was ich noch so da habe. Genau, ich habe mir hier nochmal, auch voll lustig. Ich habe echt da, ich hatte da so eine Phase, ich meine, da war ja eh alles Sale und ich muss ja eh was zurückschicken. Das ist ja immer so, wenn ich sowas Riesiges bestelle, ich behalte ja eh nie alles. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann bestelle ich halt mal alles. Jetzt habe ich solche komischen Sandalen, aber okay, ich glaube, die sind schon mal nichts für mich. Ich habe irgendwie gedacht, das wären so ein bisschen wie Hausschuhe. Und da habe ich gedacht, okay, mega geil, so Plüschhausschuhe, aber die sind jetzt so mega stark. Also ich glaube, dann sind die wohl doch nichts. Ja, okay. Also in dem Alter bin ich leider noch nicht, dass ich die anziehe. Ich habe gedacht, die ist ja mega geil. Dann kann man so, ja, ihr wisst ja, wie ich meine, so wie bei den Kardashians, die haben doch auch solche geilen Schuhtreter. Aber naja, oh, ich liebe das. Das ist wie Weihnachten. Drapiertes Schwarz. Irgendwas Schwarzes. Ist hier drin. Keine Ahnung. Was ist das? Ich habe... das ist ein langer Rock. War cool, den probiere ich echt gleich an. Nur ich habe gedacht, jetzt mache ich erstmal die T-Shirts oder die Oberteile. Hier habe ich noch eine Tasche bestellt. Also hier schon mal Premium Quality. Und die Tasche hat, wenn mich nicht alles täuscht, 25 Euro gekostet. Und die finde ich natürlich, die sieht schon mal richtig schön aus. Die war aber runtergesetzt von 50. Aber wow, die gefällt mir ja richtig gut. So. Ja. So. Ha! Okay. Hier ein langes grünes Oberteil. Wow. Oh, also, ich weiß nicht, aber das ist doch ein Andrea-Oberteil. Hier noch ganz klassisch ein blaues T-Shirt und wow, also die Farbe, die sieht gerade mega gut aus in der Kamera. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch so rüberkommt, aber wow. Also einfach ein ganz klassisches Basic-T-Shirt. Also das werde ich auf jeden Fall behalten. So, ah ja, dann habe ich hier noch einen Mantel. Ich wollte mal gucken, ob mir so einer steht. Also weil ich habe so viele Jacken zur Zeit. Weiß ich nicht, ob ich eine brauche. Aber mal gucken, wie der mir so steht. Finde ich ja eigentlich schon geil, solche mit Stehkragen. Hm. Ich finde die bei Männern vor allem voll schön, solche Jacken. Also halt so Business-Style und so. Jo, also ich finde, man kann nichts sagen. Die sieht doch... Wow. Ich glaube, ich bin für ein paar Jacken gemacht. Ich finde die mega schön, die Jacke. Wow. Die ist toll. So. Dann gibt es hier noch ein Glitzeroberteil. Und das kann ich mich damit gar nicht mehr erinnern, dass ich das bestellt habe. Aber das ist geil, weil das ist off-shoulder. Okay. Also ich sage euch, das ist mega eng. Boah. Aber das sitzt eigentlich echt richtig gut. Ich schaue jetzt gleich mal, welche Größe. Aber das ist... Ha. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Also wenn man so zum Essen gehen oder so. Tada! Also ich weiß noch nicht, zu 100% bin ich von dem Rock nicht überzeugt. Also ich finde es irgendwie schon cool, als es so ausgefallen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Schlitz oder so geiler fände. Aber ich überlege das mir auf jeden Fall noch. Also ich muss das irgendwie noch alles auf mich morgen mal wirken lassen und noch eine Nacht drüber schlafen. Aber, sonst. Also ich kann es mir cool schon am Strand vorstellen, aber der Rock ist jetzt erstmal, also nicht so, so Liebe auf den ersten Blick. Okay, ich sage euch, ich habe mich verliebt. Ich weiß jetzt schon, dass der Rock richtig geil ist, den ich anhab. Ah, Hammer. Geil. Tada, da. Okay, wow. Okay, also der Rock, der ist richtig schön. In den habe ich mich verliebt. Also der bleibt auf jeden Fall hier geil. Oh mein Gott, also das Größe 38 habe ich.
Aber was mir ja gut ist, dass ich schon weiß, dass ich die einen Schuhe zurückschicken werde, weil die waren mich ziemlich teuer. Also bin ich schon mal nicht bei den 350 Euro. Aber was ich mir auch noch sonst Gutes bestellt habe, so Wintersocken. Weiß ich zwar auch noch nicht, ob ich die brauche. Aber ich habe schon solche in schwarz. Und ich sag euch, Leute, ich liebe das. Ich trage die immer. Also ich habe die in schwarz. Und ich glaube, gestern sogar getragen. Ich finde die voll schön und die sind voll warm, solche Socken. Ich liebe die. Also ich glaube mal, die wandern auch in meinem Besitz. Ich finde so von so Kuschelsachen und so, da kann man auch irgendwie nie genug haben. Also am besten dann jetzt die Socken oder mit den Rentierschuhen. An die Socken kann ich mich gar nicht erinnern, aber die sind auch irgendwie so Christmashaft eingepackt. Ja, überlege ich mir. Dann kommen wir zu einem neuen coolen Rock. Ja, also was soll ich sagen? Der Rock gefällt mir eigentlich richtig gut, nur ich finde ihn ein bisschen zu lang. Also wenn er irgendwie so wäre, dann wäre optimal. Nö, aber der gefällt mir auch echt gut. Oh mein Gott, ich freue mich so, wenn Sommer kommt. Geil. Hallo? Wir haben jetzt schon Januar. Das dauert nicht mehr lang. Im Mai kann man solche Röcke tragen. Saugeil. Es geht so schnell rum die Zeit. Es sind noch 4 Monate. So, der nächste. Ich glaube, das ist der letzte Rock. Ja, also er sitzt ganz gut, sieht eigentlich auch ganz cool aus. Der Rock haut mich jetzt auch nicht zu 1 Million% aus. Also ich finde es halt immer noch geil, wenn man irgendwie noch einen Gürtel oder so hinmachen kann. Klar, ja. Also ich werde es mir überlegen. Ach nein, ich habe mir nochmal irgendeinen. Was ist das? Ah, ich habe mir den Rock zweimal bestellt, oder wie? Ah, einmal in M. Ah ja, okay, der ist in S. Ja, okay, gut. Wow, krass, die sehen voll unterschiedlich aus, oder? Also der fühlt sich auch ganz anders an irgendwie. Also ich muss sagen, der gefällt mir besser als der erste. Also wenn ich einen behalte, dann den. Oh, voll krass. Also, das ist Bikini Number One. Mega geil. Und das ist Bikini Nummer 2. Da gibt es noch, wie bei allen, eigentlich so noch so eine Schlaufe, dass man den auch noch oben zumachen kann. Finde ich auch sehr cool. Und das Bikini Nummer 3. Aber der weiße, muss ich sagen, der weiße hat mir bis jetzt am besten gefallen. Und ich hatte eigentlich noch so einen hier bestellt, in so einem, aber der ist mir irgendwie viel zu klein gefühlt. Keine Ahnung, ob der in der Größe größer mir besser steht, aber genau, es wäre eigentlich Nummer 4 gewesen. Aber naja, auf jeden Fall, die 3 Bikinis sind sehr cool. Ich freue mich mega auf den Sommer. Von Bikinis kann man auch nie genug haben, finde ich. Dann habe ich mir noch 4 rote Flipflops bestellt und hier solche weißen. Und dann habe ich noch so geil, ich habe mir so mit Keilabsatz, oh, das ärgert mich so, so goldene Riemchen-Sandalen, Sandaletten bestellt. Und auf der Liste steht jetzt, dass die leider nicht verfügbar waren. Deswegen konnten die nicht mitschicken. Aber die waren richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, ob die mir noch nachgeschickt werden oder ich schaue auf jeden Fall mal gleich nochmal in die App. So, das war mein H&M Try-on-Haul. Könnt ihr euch vorstellen, dass das 30 Teile waren? Oh mein Gott. Also ich habe euch wirklich alles gezeigt, bis auf eben den einen Bikini und die Bikini-Höschen. Die habe ich selber noch nicht anprobiert. Boah, krass. Ich bin jetzt voll fertig, muss ich sagen. Ich mache dann hier das Only-Paket in ein anderes Video, weil ich bin jetzt echt irgendwie so platt. Boah, hat es mich angestrengt. Naja, aber es sind auf jeden Fall geile Teile dabei gewesen. Und bei mir ist es so, ich shoppe ja eigentlich immer nur, wenn ich Zeit habe. Und dann ist es irgendwie, finde ich es halt geil, wenn es dann Sale ist. Aber was mich ein bisschen ärgert, sind wirklich die Keilabsatz-Sandalen. Die waren echt richtig geil. Also ich schaue mal, ob ich die irgendwie nochmal bestellen kann oder so. Oh Mann, weil ich habe noch gar keine so Keilabsatz-Sandalen und boah, da hätte ich mir ja Lust drauf. Also dann war es das mit dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!